Über das Panorama von Christoph Süß erschließen wir die Stadt, erschließen wir die Zeit von der Römerzeit bis 1800. Die Entwicklung der Stadt Regensburg oder von Bayern eigentlich und dann Regensburg spezifisch. Das Spannende ist, man hat einen Rundumblick, 360 Grad über Regensburg, wie es einmal war. Das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend, weil man einen ganz anderen Eindruck bekommt. Eine Art 3D-Museum. Rund, es ist rund. 360 Grad. Das ist eine runde Sache. Süß und Springer, die beiden, die sind ja auch was Besonderes und die bringen das gut rüber. Ich bin ja ein wahnsinniger Profi, mit mir zu spielen ist super, aber mit ihm ist halt... Naja, man kann einen Text halt... Naja, das ist, na, es ist schön. Na, aber da hat man halt auch gesehen, wie er an die Grenzen seiner Schaffenskraft kommt, weil alles kann er halt auch nicht spielen. Und wo es dann wirklich das schwierig wird, wo man wirklich was toll spielen muss, da war dann ich im Spiel und es war schön. Wir spielen heute mit der Blaskapelle Berazhausen. Die Berazhauser Blaskapelle ist nicht ohne Grund, glaube ich, hier bei dieser tollen Veranstaltung, weil wir die Ehre hatten, bei dieser Filmproduktion 360 Grad Panorama mitwirken zu dürfen, einer Miniszene mit dem Bayerischen Defiliermarsch auftauchen aus dem Nebel. Nein, ihr seid doch 1000 Jahre zu früh. Es war nur grün und sonst war nichts da. Die grüne Wand war nicht unser Problem. Unser Problem war, das war nicht klimatisiert. Das, wo wir gedreht haben, es hat 35 Grad Außentemperatur gehabt mit Scheinwerfern 45 innen. Ja, es ist ein Fehler drin und zwar gibt es ein Reklamheft. Ungefähr taucht es auf im Jahre 179. Und ein iPad im Mittelalter kommt vor. iPad im Mittelalter. Aber es waren meine vier schönsten Drehtage im letzten Jahr, muss ich echt sagen. Gut,